Guten Abend und willkommen bei Hier und Heute. Wie ein guter Apotheker haben wir heute die etwas schwerere Kost innerhalb der Sendung mit etwas leichterem, praktisch mit einem süßen Überzug umgeben. Am Anfang ein Rockfestival von Schülern, am Ende das neue Programm des Düsseldorfer Komödchens. Aber vielleicht interessiert Sie nun gerade der harte Kern. Das wäre zum Beispiel Minister Posser zu Abschreibungsgesellschaften, eine Sanierung im negativen Sinne in Köln-Dünnwald, die Vor- und Nachteile der Koedukation und eine grüne Abraumhalde. So, nun brauchen Sie die Katze nicht mehr im Sack zu kaufen. Zum ersten Punkt der Tagesordnung. In Mülheim-Ruhr gab es das erste bundesweite Schüler-Rock-Festival. Auf die Initiative des Jugendamtes und eines pädagogischen Arbeitskreises hin rockten 13 Schülergruppen im Alter zwischen 14 und 20 Jahren. Wir beobachteten die beiden jüngsten Rockgruppen. Lehrer Edmund Thonnagel versorgt seine Schüler vor dem Rockspektakel. Und es wurde wirklich so heiß gegessen, wie man spielte. Die Gruppe Heidekraut aus Minden stellt sich so vor. Heidekraut mit der Eigenkomposition Pommes Rot-Weiß. Hey Alter, zieht man da einen Pommes rüber? Hier hat was drauf? Na klar, ich stehe nur auf Pommes Rot-Weiß! Kraut- und Rübenmusik, aber man spielt ja erst seit einem Jahr zusammen. Was den Teenies Spaß macht, ist dem Pauker Spaß und Ernst zugleich. Trotz qualmender Socken erklärt er sein pädagogisches Konzept. Ich habe vor 4 Jahren angefangen mit Gitarrenunterricht an der Schule, Schlagzeugunterricht auch. Dann daraus ist eine Band geworden, Heidekraut von der Heideschule. Und es läuft so, dass ich also immer Aufbaukurse mache, Gitarrenunterricht, Schlagzeugunterricht und dann die Band sich immer wieder erneuert. Die werden entlassen nach dem 10. Schuljahr. Ich muss also immer wieder Nachwuchs bekommen. Wichtig bei der Sache ist, dass Hauptschüler normalerweise leider von ihren Eltern nicht angehalten werden, Musik zu machen und gerade auf dem Gebiet der Rockmusik sehr viel Interesse haben. Und Gitarre und Schlagzeug kann man relativ schnell lernen. Und deswegen eignet sich, glaube ich, gerade diese Musik sehr gut in der Hauptschule. Was hat das Festival denn so für Erfahrungen für euch gebracht? Ja, dass wir uns ein bisschen anstrengen müssen, ne? Ja. Und das fand ich irgendwie gut. Wir konnten eine Menge von den Musikern abgucken und uns viel mit denen unterhalten und Tipps sammeln und so weiter, wie wir später weiterkommen können. Und das war sehr lehrreich hier. Mit Fieberbäckchen trommelten sich die jüngsten Teilnehmer aus Duisburg auf den ersten Platz. Die Gruppe High Voltage, sprich Hochspannung, stand bei ihrem Siegerkonzert ganz schön unter Strom. Gestern haben wir von dem Abschreibungskünstler